Moinsen YouTube-Gemeinde, in diesem Videotutorial werde ich euch alles über den Picture-Style, Cine-Style von Technicolor erzählen. Von weg, das geht leider nur für Canon-Kameras, also alle, die eine Sony oder eine Nikon besitzen, gucken ihr leider in die Röhre. Cine-Style lässt eure Kamera in einem sehr flachen Format aufnehmen, was später beim Color-Grading zu einem sehr starken Filmlook führt. Runterladen könnt ihr diesen Picture-Style von der Seite von Technicolor, Link in der Beschreibung, nachdem ihr euren Namen und eure E-Mail-Adresse angegeben habt. Daraufhin öffnet sich ein Download-Fenster, in dem ihr den Picture-Style herunterladen könnt und auch dazu die Anleitung. Ich werde kein Tutorial machen, wie man den Picture-Style installiert, da die Anleitung so idiotensicher ist, dass ihr eigentlich damit klarkommen müsstet. Dann steht noch die LUT-Kurve zur Verfügung. Um diese anzuwenden, braucht ihr das Magic Bullet LUT Buddy 1.0 von Red Giant, was auch komplett umsonst ist. Um euch die Effektivität dieses Picture-Styles zu zeigen, habe ich dreimal denselben Shot gemacht. Einmal in einem neutralen Picture-Style, einmal in einem flachen Picture-Style, den ihr manuell in der Kamera einstellt und dann nochmal in den Cine-Style. Ihr könnt sehen, dass hier alles viel flacher ist, also wenig Kontrast. Diese Clips habe ich jetzt gecolor-graded, könnt sehen, das Neutrale völlig unbrauchbar, viel zu dunkel. Das Flache schneide ich hier schon ziemlich gut ab, aber dennoch in den dunklen Bereichen des Bildes einfach viel zu dunkel. Und dann kommt das Cine-Style Pack, was einfach perfekt glänzt mit Color Correction. Alles ist sichtbar, zwar wenig Kontrast, aber den kann man, wenn man will, immer noch einfügen. Hier ist Side-by-Side, könnt ihr nochmal sehen, wie total unbrauchbar das neutrale Color Correction Bild ist. Das Flatte glänzt zwar ein bisschen, sieht im ersten Mal besser aus, aber es liegt daran, dass man hier das Star besser im Fokus war als beim zweiten Mal. Ich hatte keinen Kameramann zur Verfügung. Hier nochmal das Waschbecken-Beispiel, einmal mit einem color-gradeten Flatten-Image und einem color-gradeten Cinema-Image. Man sieht einfach diesen Unterschied. Dieses Plugin ist der Wahnsinn, hilft euch unglaublich euren Filmlook hinzubekommen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Über ein Favo würde ich mich entfreuen, würde ich Flickflack schlagen. Oder über ein Abo, dann gebe ich euch 20 Euro. Mindestens. Oder auch nicht. Euer So geht's.